Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf dem wunderschönen Canterbury Infinity. Und wir starten wieder mal durch mit Ernten. Im gestrigen Video haben wir schon gesehen, dass das Feld 24 und 35 erntereif ist. Beim Feld 35 ist ein kleines Eckel, was noch nicht erntereif ist, deswegen werden wir jetzt mal mit dem 24er beginnen. Und ich hoffe, dass inzwischen das kleine Eckel da auch noch zieht. Ich weiß zwar nicht warum das
so ist, aber wir werden alles herausfinden. Das Gute ist, warte mal, bevor wir loslegen, was haben wir da überhaupt drauf? Gerste. Gerste, 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 Gerste. Kann ich schon mit dem machen eigentlich? Weil ich habe einen Drescher ja schon dort stehen, den habe ich dort lassen. Was ist Gerste? Das Zeichen, oder das zweite? Zweite, glaube ich, ist Gerste. Schau, schau. Ja, passt. Dann hopfen wir in einen Drescher. Oh Mann, da ist er. So. Oh, gibt's was. Die Strohablage ist unten, das ist sehr gut. Und dort hier für die Stroh akquirieren, das werden wir eh brauchen. Wie ihr wisst. So, da. Und das ist erfolgt 24. Drescher fährt selbst ab, danke. Okay. Ja. Das muss ich mir noch einmal nämlich erst ausschauen, wie der funktioniert mit dem Server abdanken und was. Das habe ich bis jetzt noch nie braucht, weil ich habe immer genügend Zeit gehabt. Ja, das passt. Ich habe immer genügend Zeit gehabt, bis ich das selber mache. Nehmen wir. Na, sicher jetzt aber drei vorgewählte. Scharf, einmal generieren und bitte zeig es mir. Okay, das darfst du so machen, das erlaube ich dir. Was ist das? Da ist schon Steuern. Abfrage. Ah, das ist das. Ja, vielleicht bringe ich es zusammen, dass ich das mache. Vielleicht schaffe ich es, dass ich sage, der schafft es erlaubt. So, passt. Und nein, der nicht. Ja, ist ja wurscht, kann halt den kleinen nehmen. Das mal da her. Ah, jetzt habe ich vergessen schauen. Jawohl, passt schon. Nicht dort Stroh bleiben. Holen wir einen großen Hänger. Einstellen und da als aktivieren nicht vergessen. Passt, dann kommst du. Wie machen wir das? Soll ich den Nagel umschicken? Hm.
Weil die hat ja kein Schaffen und nichts gerade da, dass sie da jetzt was vorrichten können. Und die Kühe sind, glaube ich, noch gut bedient, oder? Sauberkeit halt nur, aber das ist kein Problem, der Rest ist genug. Ja, passt, die haben wir noch, das kann ich nachher machen, noch, wenn ich Zeit habe. Deswegen lasse ich das einmal da stehen. Und die Folter, die Firmen, die kontrolliere ich erst, nachdem wir die Folter weit fertig haben. Weil die dürfen auch alle noch schön an der Arbeit sein und noch genügend haben. Wir machen es noch nachher, zuerst die Folter, dann die Firmen, dann wieder die Folter, dann die Firmen. Da stehen jetzt zwei Mokos, aber keine Bewegse. Letzten 20 Betreiber, okay. Mei, ich bin ein Trautl. Ich bin echt der feste Typ. Wisst ihr warum? Ich hab ein Problem. Ich wollte eigentlich mit dem Flug jetzt gleich umfahren. Das ist aber ein kompletter Blödsinn jetzt. Weil ich habe ja das Stroh noch haben. Ich muss jetzt das Stroh einsammeln können. Und den Ladewagen habe ich neben gehabt. Und der ist voll. Das ist das nächste. Der Ladewagen ist voll auch noch. Ne? 50%. Schauen wir noch mal, kann ich da was strommäßig? Ja, ein bisschen vielleicht. Dann geht wieder rein. Ein bisschen. Ein bisschen kriege ich vielleicht rein. Der Ente, der rote Heu. Achso. Wir haben da ja nicht Strom, wir haben da Heu. Und wie schaut's aus mit Heu? Heu ist voll. Like me, da, 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 da. Was machen wir? Du musst das war hier lang da. Da steht wieder der Mischwagen. Wir haben da irgendwie ein bisschen zu wenig Platz. Da will ich es nicht an der Tür haben. Ich habe es da und da mitten hin. Ich schau gar nicht zu. Schau mal, wie schaut's aus? Yay! Okay. Wir brauchen eine Lagerhalle oder irgendwas. Also wenn wir den da, schau nochmal. Also, du entlassen. Wo waren das? Also das einmal weg. Flüssigtransport schaffen befüllen. Zählen und düngen. Überladen. Drescher abdanken. Drescher ab.
Beladen und am Startbahn. Beladung und dort rechts abtanken und abfahren. Es ist eigentlich das wäre eigentlich das da, oder? Wo man Abfahrer Beladung am Startpunkt. Na, kombiniert Dresch abtanken und abfahren. Kernkurs geladen, ja, das ist klar. Überladebank, Drescher abtanken. Muss ein Kurs auch noch generieren dafür. Drescher suchen auf Feld. Was ist der 24? Okay, manuell zuweisen. Der da, ja. Mal, wie geht das? Muss ich da nicht Vieri fahren? Pause und dann wieder Vieri. Und Stopp. Und jetzt einfach einstellen. Drin. Fahren wir selber ab. Ich weiß es leider echt nicht mehr. Ich habe das leider so wenig aufgemacht. Ich habe es nie braucht. Aber irgendwie mit dem ist es gegangen, das war's. Das ist nicht ein Dreischer, ja? Einmal. Und das jetzt mal abfahren bei 90%. Abfahrerhof. Abfahrpriorität entfernen. Während Abladen anhalten aktiviert. Abfahrerhof. Nein, ich weiß es echt nicht mehr. Leider. Ich muss da nachschauen, wie das gegangen ist. Den Stall ein bisschen da zum Hand mal zu inzwischen. So. Mit dem
Kreuzzug gemacht. Und da ist nicht so gut getroffen. Da. Und dann gehen wir ein kleines Schreck. Der steht da. Können inzwischen eine Bam schneiden. Inzwischen kann nämlich. So, und zwar nehmen wir da. Der 41234, was da steht. Schneiden wir die Rolle um. Schlock mir nicht. Oder ein Basteln. Jetzt. Basteln. Oh, weh, ich hab was vergessen. Obwohl es aktiviert. Passt. Was machst du? Bis jetzt hat das auch noch immer zusammengebracht. Gehen wir da weiter schneiden. So, der nächste. So, dann der da. Der Mauer zu voll nah lassen jetzt. Hat mir jetzt wurscht.
Dann alle fort jetzt. Alter, es wird geflogen. Ich spare mir ein bisschen vom Auffahren. Sehr schön. Das ist ein langer Bahn. Und dann lassen wir da so oben zu fallen. So, und bevor ich dann den ersten tue. Ja, ich hab's gewusst. Der ist schon wieder so weit zum Dings. Na komm. Ich bin schon froh, wenn ich einen stärkeren Traktor nachher hab. Echt jetzt? War nicht schön drunter? Hab ich dir nichts gefallen? So. Dann inzwischen entasten, während der entlädt. Pam 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 papa. So da. Und dann mal die Motorsäge starten. Dazwischen. Passt, das aber. Du musst auf Zeit, sonst geht er nicht weiter. Arbeiten. So ist gut. %56. Wir fahren dann auch. Ja, vielleicht einmal seine. Und wie schaut es aus mit unserem anderen Feld jetzt? Können wir nicht. So, jetzt geht um mal schauen. Weil mir ist das schon aufgefallen bei den vorigen Fallen, wie ich da was zu tun gehabt habe. Dass der da der Eck drin hat. Ja. Dann haben wir wieder eine Fahrensteuer. Ah.
Das ist ein Wachstum. Da. Ja. Was ist mit dir? Warum hast du das Eck da drin? Ja, hilft nichts. Lass mal warten. Lass mal warten. So. Wenn ihr besser in der Luft, ha? Jetzt niemand. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht, dass du da loslassen tust. So, die lassen wir da fallen. Die können wir nachher zuschneiden. Ist schon mal aus. Er weiß nicht warum, aber er zockt mir nie was da. Weil da steht eigentlich. Also tun wir so. Probieren wir mal so. Schauen, ob er mir nachher wieder sagt. Aber bis jetzt in letzter Zeit hat er mir nie mehr gesagt, wenn er einen Abfahrer braucht hat. Tun wir das am Umstand? Vielleicht tut er dann. Okay, muss so um 1 Meter mehr. So. Das heißt, da werden wir jetzt einmal ausschneiden. Wird zwar ein bisschen schwer werden zum Aufhängen. Aber es bringt noch ein bisschen mehr. Wenn es größer und besser der ausschaut. So, da.
Ah, das ist. Da dürfen wir circa die Netten sein. Probieren wir es einmal. Da hatten wir das so scheiß Schiff genommen. Okay, erhalten. Und jetzt hoffe ich, dass unterhalb tun wir mal den Hauch. Na, wir sind jetzt mittig. Das ist ja ein scheiß gelängertes Sand. Immer nicht. Da muss ich nur drehen. Na? Komm, geht da drüber. Jetzt haben wir. Ist noch voll. Sehr schön. Na, na. Jetzt bin ich neugierig, ob er ruft, wenn er voll ist. Aber normalerweise müsste er ja schon rufen. Weil er hat den Arm ja auch schon draußen. Warum ruft er nicht? Abfahrer rufen. Warten am letzten Wegpunkt-Trecker, Drescherverband. Hat er jetzt mit dem Drescherverband irgendwie zu tun oder was? Wenn der fällt, dann kann Abfahrer abfangen bei 90%. Geschwindigkeit wird beim Einfahren. Er ist jetzt eigentlich fertig. Mal schauen, ob er mir irgendeine Meldung gibt, dass er fertig ist. Irgendwie sagt er mir nichts mehr. Ich weiß aber nicht warum. Seit einem Update. Seit einem Update. Das war besser oder nicht. Ja, und dann besser ist jetzt. Okay, das sollte mir. Verstehe das hin und wieder nicht. Ich
Hoppala, Entschuldige, wollte nicht da bumsen. Dann schauen wir mal schnell aufs Feld. Feld 35 ist noch immer nicht. Er wird das kleine Eckel dazu haben, was er uns gerade das nicht ernten. Ist ja wurscht, wir haben da zu tun inzwischen, wir können da den Straub fahren. Fertig ist, dann starten wir es. So, da ist der Klopst inzwischen Stein. Du, mein Freund, den schick mal haben. Du mir ärgern? Du wirst mir ärgern. Was? Fangst jetzt ja nicht an zu hocken. Die Rotzeug. Schau. Nicht hocken. Passt. Okay, denn. Das ist automatisch. Wie sollte eigentlich die Gusshaine haben von Dresche? Und zwar, mal schauen, ob ich das zusammenbringe. Also, den Kurs haben wir dann nicht gespeichert, aber. Da tun wir mal Feldarbeit. 24. Und 2,9 Meter. Was haben wir gehabt beim Drescher? Was hat der Drescher gehabt? Was hat der Drescher gehabt? Schneidewerk. Das da hat 4,3, 4,2 Meter gestellt. Zurück, zurück. Und wenn wir da jetzt auf 4,2 Startposition die aktuelle automatisch, Vorgewende haben wir 2,3 gehabt. Da lassen wir Vorgewende weich und dann mal generieren. Da brauche ich nicht vorher schauen, weil das bringt mir nichts. Ding ist es. Ah. So, das da schon. Passt das? Zieh ich zusammen? Sehe ich es nicht. Aber ich glaube schon. Probieren wir es einfach, sag ich mal. Ja. Da fällt der Blutzinger.
hätte es in den Haufen abgenommen, aber jetzt will ich einfach kurz beobachten. Und das habe ich gemacht. Okay, das muss ich dann noch machen. Ich spare mir schon ein bisschen Arbeit dann wenigstens, wenn er das auch hinbringt. Das geht, das hat er nicht, ha? Schaut gut aus. Zoom zu den Felder. Hof. So. Abfang einstellen. So können wir es da besten. Gut. Der Fort. Den kann ich leider noch nicht den Auftrag erteilen, weil da noch immer grün ist. Muss ich warten. Der ist vor. Wenn du vor bist, muss ich die Hand schicken. Das wird noch immer wieder neu lohnt. Das ist so, ich weiß, ist 4,2 und 3 Vorgewände. Gut, man soll starten. Schau, irgendwas ist dort, das ist passiert mir schon zum dritten Mal, das ist der überhaupt. Opfer. Alter, drum fährt er erst. Gut. Dann kann ich da inzwischen schauen. Achso, ich bin im LKW drin. Hab mich schon gewundert, warum da nichts geht. Also da mein auch ein Leben. Aber dann ziehe ich gleich 4. Damit ich die bestmöglichen Schnitte habe. Der ist am Zug kommen. Was hat er? Der da. Abfach entlassen.
Und zwar einen Hänger, dann stellen wir drin hin. Dann schickt man aber gleich wieder zurück zum Hof, um einen Flug zu holen. Jetzt wird halt dann erstmal fliegen. Ich weiß zwar nicht, steht da was überhaupt von Pflügen? Wahrscheinlich nicht. Na, eigentlich muss ich nicht, aber ich mag es gleich, weil die anderen habe ich jetzt da. Dann habe ich alle gleich. Dann habe ich alle gleich. Sehr gut. Verhandeln lassen. Okay, zum Abladen. Passt. Und gleich Kurs auf Tipp. Eine totale Möglichkeit ist ja ein bisschen Ernte beginnen zu klitschen. Stimmen wir aus. Habe ich denn schon vorne da jetzt liegen? Okay, tap tap tap. Und zwar das hat das halt überhaupt. Also schon da ein bisschen, so. Hat er erwischt. Da muss man glaube ich ein bisschen weiter vorne. So, da. Ja. Noch weiter vorne. Ah, nicht nachrutschen, Dreckschwein. Ich hasse das, wenn das passiert. Ja, lass ihn nieder, komm. Lass ihn nieder, du Arsch, du. Na, noch weiter vorne. Noch weiter vorne.
Leute lassen nicht fallen. Hier zu besten fallen lassen. Sehr schön. Passt. Du bist da gekommen, hast gesagt. Und der andere jetzt da. Okay, dann mal. Genau, jetzt ist da ein Busverdünn Flugger. Na komm. In letzter Zeit werde ich nie vergessen. Das ist ein Fortschritt für mich. Abfahr entlassen. Filterwert. Was ist das jetzt? Feld 24. Aktuelle Bild, das hat alles gespeichert, nachpasst. Super. Dann stellen wir uns da drüben hin, wo aufgehört. Und das. Und da gleich. Sammeln wir noch schnell ein. Okay, komm. Leute, nehmen wir vor. Passt. So. Das und der Rest ist unterwegs. Ah, Frosch. Ja. Ihr müsst echt aufpassen, ich denke jedes Mal, dass ich da im Takt bin. Passt schon. Aber jetzt ist schon noch mal geflogen, da bin ich hier. Und home. Passt, super. Und der ist auch gekommen, einfach entlassen. Passt. So,
Okay. Das ist auch noch nicht reif, passt. Dann können wir da nächsten holen. Den letzten Hänger Stroh, dann werden wir noch zur Bretterfabrik bringen. Und dort brauchen wir ja wieder ein bisschen Stroh. Gescheit. Ein bisschen. Ja, das war jetzt gerade das Anlasslast. Habe ich mir fast gedacht. Ja, ist kein Problem. Greifen wir den auch mal. Das ist eine Vollerei, aber wir bringen das schon hin, oder? Stopp und aufmachen. Sehr gut, dann können wir wieder schneiden. Da schneiden wir noch. So, wie schaut es jetzt aus? Bauen zwei Falter. Der ich glaube, er macht das gleich selber, weil der braucht doch bis jetzt lang. Aber das ist ja schon wieder fast voll. Das Wind hat er nicht gerade noch nie aufgefressen, glaube ich. Aber ist ja wurscht. Das Gerät muss im Plan werden. Sehr gut.
Dann gehen wir wieder das inzwischen auch. Jetzt mal, wenn wir inzwischen ein bisschen Zeit haben, gehen wir gut zu weiten. Für den Verkauf zur Zeit. So. Was denn los? Schlecht hat gerade. Scheiße. Das macht noch immer schief. Müssen. Ja. Hoppala. Na, er traut sich nichts, Hanne. Okay. Treffen wir noch weiter vorne. Anscheinend. So, dann kommen wir ein bisschen noch höher. Das ist ein Wahnsinn. Na, du schmeißt meinen Traktor nicht um jetzt. Sehr schön. Ha! Geht ja. Hab Fahrer entlassen. So. Passt. Wie schaut's aus mit dem Fahrrad? 35. Nein, ist noch immer nicht reif, der Säckel. Gut. Dann hoffen wir da mal kurz raus. Schauen wir unsere Firmen durch.
Das haben wir nicht. Die haben wir. Da brauchen wir Stroh. Das bringen wir nachher mit dem letzten Wagen. Bierfabrik haben wir noch nicht. Die haben wir. Der braucht Sojabohnen und Wasser kann ich hinbringen. Okay. Dann Palettenfabrik. Da haben wir. Wie schauen wir das? Chips. Das haben wir aber bei der Bretterfabrik noch eine, oder? Das war der da Bretterfabrik. Haben wir da Chips? Ja, haben wir 17%. Da muss ich die Plank nochmal wegbringen, damit er weiter produziert. Und Stroh braucht heute. Okay, passt. Das heißt, wir werden morgen ein bisschen die Firmen auch wieder angehen. Komita. Da haben wir nichts. Laktose. Das ist die Milchfabrik eigentlich. Milchpaletten, 91%. Oh, da können wir verkaufen. Milch hat er noch 500, leere Paletten hat er. Super, super, super. Da können wir wieder Kohle rein. Dann, das da ist. Da haben wir auch Ölpaletten, 93% da schon. Können wir auch schon verkaufen. Wow. Aber da muss ich halt wieder auffüllen, leere Paletten und Sonnenblumen. Sehr gut. Das geht ja einiges weiter da. Und wie schaut es aus da mit dem Zahnarzt? Der Thailand-Sicht. 37%. Der braucht noch. Aber sie haben noch was. Okay, passt. Gut, dann, liebe Leute, das war's dann für heute. Also das muss steckt im Verkehr fest. Wir werden uns morgen wiedersehen. Ich werde da jetzt nur inzwischen selber noch das Feld fertig mit dem Stroh fertig machen. Und schauen, dass ich es kurz noch aufnehmen kann, die zwei Bäume zum Verkaufen, damit wir morgen schon Gold einnehmen können. Verstehen Sie? Das ist einmal der Plan. Und so werden wir das auch machen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einfach einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Schaut's. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Ciao, ciao.